des Wolfauer Landes ist sehr reich an Wasserläufen. Überall findet man Mühlen, wo die Kraft des Wassers genutzt wird. Gibt es hier Mühlen, die noch richtig laufen? Bist du dann noch nie hier gewesen? Nein, bin ich nicht. Du kannst dich an dieser Karte orientieren, wenn du die Mühlen finden willst. In Naumburg, der kleinsten Stadt des ehemaligen Kreises Wolfhagen, liegt an dem Flusslauf der Elbe die Teichmühle, ein altes Sägewerk. Hier dreht sich seit 1441 das letzte, ehemals stolze Wasserrad der zahlreichen Mühlen im Elbetal. Mitten im Erpedörfchen Ehringen ist noch eine im Jahr 1909 erbaute Mühle in Betrieb. Ihr Wasserrad dient nur noch als Antriebsreserve, denn die Hochwasser des Flusses wirkten zerstörend auf die Fundamente. Die Obermühle, wie sie im Volksmund genannt wird, besteht seit 1771 und ihr Besitzer kann sich in der Erntezeit über Mangel an Arbeit nicht beklagen.